Heute bei Einfach Genial: Staubfrei arbeiten, Pellets statt Mörtelpulver. Innovativ Gärtnern, Erfindungen für Beet- und Blumentopf. Und unsere neue Moderatorin Jeanette Eger, heute im Einsatz in einer ganz besonderen Manufaktur. Der Strausberger Platz in Berlin. Die Prachtbauten aus den 50ern waren das Aushängeschild der DDR-Architektur. Doch der Verkehr und die Jahrzehnte gehen nicht spurlos an ihnen vorüber. Um die denkmalgeschützten Häuser zu erhalten, wird die Fassade stückweise erneuert. Doch wo bekommt man eigentlich für Häuser, die über 50 Jahre alt sind, die Ersatzteile her? Zumal sie ja auch noch möglichst originalgetreu sein müssen. Genau das möchte ich heute herausfinden und damit herzlich willkommen bei Einfach Genial. Und es ist mir eine große Freude, dass ich Sie ab heute durch die Sendung führe. In Brandenburg finden wir eine der wenigen Manufakturen in Deutschland, die auf den Nachbau historischer Keramiken spezialisiert ist. Manfred Birke ist der Produktionsleiter. Frau Eger, herzlich willkommen in Sieversdorf in der Ziegelei. Dankeschön, ich freue mich. Herr Birke, und ich stürze auch gleich mit der ersten Frage los. Was für Aufträge landen denn bei Ihnen? Weil wenn wir uns hier auch mal so umgucken, sind ja nicht nur Ziegel, oder? Der Adler zum Beispiel. Der Adler steht in Berlin und dann Linden Nummer 1. Und die anderen Teile, die hier stehen, sind Ausstellungsstücke, die wir entweder als Sicherheit noch eins dazu gemacht haben, dass, falls einer kaputt geht im Ofen, oder eben auch bloß, um die hierher zu stellen, um sie zeigen zu können. Und was die Keramiker aus Brandenburg können, zeigen sie auch schon an zahlreichen restaurierten Gebäuden. Zum Beispiel am Holstentor in Lübeck, in den Hackeschen Höfen in Berlin und auch in London an einem Lager des berühmten Kaufhauses Harrods. Die Keramiker arbeiten hier mit jahrhundertealten Techniken. Selbst in einem schlichten Ziegel steckt viel Wissen und Handarbeit. Also ich zeige Ihnen das einfach mal. Mhm, und es wäre schön, wenn Sie dann auch mal einen probieren würden. Sehr gerne. Nicht wahr? Also man muss ihn ungefähr erstmal so in die Form bringen. Und jetzt unter Anwendung von Gewalt, ne, wiegt ungefähr 5 Kilo. So, da ist er schon mal drin. Sehr schön. Sehr schön. Na? Wo kommt denn das Wissen her? Na, das Wissen ist ganz einfach. Man hat sich überlegt, wir haben uns überlegt, wie können die das gemacht haben? Da haben wir einfach mal gesagt, na, so machen wir es auch. Wir probieren es einfach mal aus. So. An dem Ziegel sind alle vier Ecken dran. Mal sehen, ob es bei mir gleich genauso wird. Das probiere ich aus. Vorher zeigen wir Ihnen aber noch unsere nächste Erfindung. Zurück in der Baukeramikmanufaktur in Sieversdorf. Jeanette soll nun ihren ersten eigenen Ziegel herstellen. Und jetzt? Jetzt einfach ein bisschen glatt machen, einfach rauf auf den Tisch hauen. Ja, so, sehr schön, sehr schön. Jetzt mache ich ein bisschen. So ist gut? So. So, jetzt noch mal auf die Seite. Werfen. Einmal rumgedreht. Das ist ganz schön schwer, das denkt man überhaupt nicht. Ja, ja. Ihnen sah das auch so einfach aus. So, jetzt haben wir das schon. Oh, schön, schön. Und mag ein bisschen zielen. Und wieder volle Kanne rein. Ja, richtig. Na, das ist gar nicht so schlecht gewesen. Ist wunderbar. Doch drin. Mit dem Draht, genau. Einfach hoch? Einfach hoch. Ja, da kann ja nichts mit passieren. So, jetzt mal oben ein bisschen glatt machen. Und wie ein richtiger Ziegler darf sich Jeanette auf ihrem Werk verewigen. So, und jetzt kommt der Moment. Die Form abheben. Ein bisschen anheben und ein bisschen so zack nach unten. Wie nach unten? Also. Ah, nicht so. Okay. Soll ich? Nee, ich mach das jetzt alleine. Wie nochmal? In der Luft halten, da muss er rausfallen können. Ja, 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 kommt, 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 kommt. Jetzt, ich helfe ein bisschen. So. Na. Oh nein! Ja. Was ist das? Da war ihm doch zu viel Luft drin. Oh nein. Filigraner geht es im oberen Stockwerk der Manufaktur zu.
Hier ist die Terrakotta-Abteilung. Die Keramiker modellieren den Ton per Hand und schaffen so Ersatzteile für Fassaden und Wände. Zum Beispiel die neuen Platten für die denkmalgeschützten Häuser am Strausberger Platz. Anhand des Originals wird eine Form aus Gips angefertigt. Die Gipsform ist um etwa 10% größer als das fertige Bauteil, da der Ton beim Brennen schrumpft. So. Zeig mal. Und treffen. Oben oder unten? Hier wäre nicht schlecht, bin auch hier. Na dann, viel Erfolg. Gut. Hat nicht geklappt? Ja, doch. Müsste jetzt ein bisschen noch hinter schlagen. Okay. Der Ton muss möglichst ohne Luftblasen in die Form eingebracht werden, damit später beim Brennen keine Risse entstehen. So, Martin, der Ton, der ist jetzt in der Form. Was passiert als nächstes? Jetzt bleibt er erstmal zwischendrin, dass sich eine Haut bildet und danach wird der Stein geputzt. Aber 2 Stunden ist jetzt erstmal Pause und das ist genug Zeit für unsere nächste Erfindung. In der Keramikwerkstatt ist die Fassadenplatte für den Strausberger Platz bereit für den Feinschliff. Guck mal, hier ist ein Riss, hier hinten ist was nicht ganz genau. Was ist jetzt der nächste Schritt? Sind Falten, die werden jetzt noch weggeputzt. Mhm. Dann nimmt man eben das Werkzeug, wie hier. Kannst du das zum Beispiel nehmen? Ja, gerne. Und dann kannst du mit der Fläche kann man sozusagen diese... Bisschen drüber streichen, einfach so rausstreichen. Jede noch so kleine Unebenheit entfernen die Keramiker per Hand. Wie lange brauchst du denn, um so ein Einzelstück fertig zu kriegen? Das Putzen dauert 40 bis 50 Minuten. Alles zusammen 2 Stunden, 3 Stunden. Doch so schnell? Ja, 3 Stunden, ja. Der Ton muss nach dem Putzen noch 3 Wochen an der Luft trocknen. Dann kommt er für 72 Stunden in den Ofen. Jetzt fehlt nur noch die Glasur, bevor die Kunstwerke an die Fassaden kommen und dort in der Regel viele Jahrzehnte bleiben. Wenn Sie jetzt durch Berlin gehen und genau an diesen Gebäuden vorbei, wo Sie eben auch Ziegel mit zugeliefert haben, gehen Sie auch so ein bisschen mit stolzer Brust vorbei oder wie ist das? Also wer kann sagen, die Ziegel, die ich mal gemacht habe und die sind dort verbaut, die halten also die nächsten 100 Jahre, 1000 Jahre, wissen wir nicht. Aber wir werden es auch nicht erfahren. Aber sie sind da, mein Stempel ist drauf und ich kenne den jeden Einzelnen persönlich. Und nicht nur an Fassaden verewigen sich die Keramiker aus Brandenburg. Die Manufaktur ist auch auf den Nachbau von historischen Fliesen spezialisiert. Über 200 originalgetreue Kopien gibt es hier inzwischen zu kaufen. Mithilfe von alten Maltechniken werden die Muster zu neuem Leben erweckt. Ich werde mich gleich mal im Malen mit dieser alten Technik ausprobieren. Vorher werfen wir aber noch mal einen Blick zurück in die Vergangenheit unserer Sendung. Denn vor 20 Jahren haben wir Ihnen unsere erste Erfindung vorgestellt. Und was daraus geworden ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das war ein kleiner Appetithappen. Nächste Woche feiern wir dann richtig Geburtstag. Und da zeigen wir Ihnen das Beste aus den letzten 20 Jahren. Einfach genial. Um vergangene Zeiten geht es auch in der Fliesenabteilung der Keramikmanufaktur. Hier werden alte Stücke nachproduziert. Die Glasuren kommen nicht mit dem Pinsel, sondern mit sogenannten Malhörnchen auf die Fliese. Genauso wie vor 100 Jahren. An dieser Technik will sich Jeanette selbst versuchen. So, Frau Kaul, erster Schritt. Kann ich gleich losmalen? Oder? Wir versuchen immer an derselben Stelle anzufangen. Bei mir wäre das, diese Linie versuchen gerade durchzumalen, ohne zu kleckern. Okay. Super. Gut, oder? Ja. Die dreidimensionalen Muster entstehen durch im Ton eingearbeitete Stege, die einzelnen Glasuren voneinander trennen. Die Fliese sieht ja eigentlich am Ende so aus. Ja. Viel blauer, ja, als meine jetzt. Kommt noch eine Schicht drauf? Nein. Die Glasuren sind so eingestellt, dass wenn die im Ofen gebrannt wird, das ist das Endprodukt bei uns. Da kommt keine Schicht mehr drauf. Das heißt tatsächlich, dieses helle Blau wird dann auch so farbintensiv so dunkel? Genau. Oft werden erst zahlreiche Modelle hergestellt, bis das Ergebnis nach dem Brand wirklich wie das Original aussieht.
Herr Bürger, gucken Sie mal, eine erste Fliese. Genauso schön wie der Ziegel, oder? Ja, ich will nicht sagen, sehr schön schon. Ja, aber Sie haben es auf jeden Fall probiert. War sehr schön bei Ihnen, Herr Bürger, und ich verspreche, ich werde nie wieder achtlos an einem Ziegel vorbeigehen. Das höre ich natürlich sehr gern. Das war's von uns. Wenn Sie Lust haben, sehen wir uns nächste Woche Dienstag wieder bei Einfach Genial. Und jetzt viel Spaß mit der Umschau.